Herzlich willkommen in der Minecraft-Welt Amitad, unser neuer Server 1.12.2. Seit April, glaube ich, sind wir hier online, oder Schugi? Ja. Ich begrüße Schugi, die bin Hallöchen. Hallöchen. Und ich bin euer guter alter Tembo67, der Ö50-Streamer. So, es ist Nacht. Darum legen wir mal schlafen, weil ich will gleich in den Nether gehen. Ach, wo ist denn das Schlafzimmer jetzt hier? Na, im Schlafzimmer, wo denn sonst? Da ist das Bettchen und pop, ich liege. Okay, es ist Tag. Super. Ich muss in den Nether, weil ich ein paar Sachen besorgen muss. Und wo geht es hier raus? Hier geht's raus. Au! Ich krieg die Kurve nicht. Ich glaube, meine Maus hat eine kleine Macke. So. Vorher erstmal was zu essen einpacken. Ich habe noch genug zu essen. Das ist gut. Die Ofenkartoffel werde ich gleich jetzt mal hier weghauen. Und die anderen Sachen hier hinpacken. Dann will ich mir ein paar Fackeln holen. Das ist ja ganz wichtig. So. Ein paar Fackeln. Ich brauche ja nur so ein bisschen. Haben wir Fackeln irgendwo schon drin? Da. Eine Fackel. Leute, bekloppt. Dann müssen wir ein paar Fackeln kurz mal selber bauen. Möchte Schuki mit in den Nether oder hat Schuki die Hose voll und bleibt lieber zu Hause? Ich mache mal kleine Stippvisite im Nether. Wenn es zu bunt wird, gehe ich aber wieder raus. Ne? Ja, wir müssen halt gucken, dass wir auch überleben halt, ne? Das ist klar. Ich habe so gut wie nichts mit, außer mein Werkzeug. So, dann gehen wir nochmal, wa? Was hast du für eine Rüstung an? Die von Coolman, die er uns gegeben hat. Ja. So. Oh, und zur Tür um. Ach, du bist schon hier draußen, okay. Gut. Gut, dann was kaufst du? Himbeeren schon wieder? Hast du da schon wieder Himbeeren? Ich hab da Himbeeren, ja. Ja. So. Wo haben wir denn hier ein Netherportal? Silberburg, zeige ich dir. So, was ist mein Silberburg? Dann müssen wir hier lang, komm her. Wir können auch erstmal gucken im Lager, ob es da Seelensand gibt. Vielleicht gibt es da schon welchen. Dann braucht man nicht hier ein Nether vielleicht. Ich glaube, den Händler, der Seelensand verkauft, kann man doch gar nicht, ne, oder? Nicht, dass ich wüsste. Das bist du? Okay. Hier nicht, da nicht, dort nicht. Nee. Gehen wir einmal rum, was wir hier haben. Was haben wir hier? Nee. Das bist du? Nee. Nee, kein. Ja, gut, dann gehen wir wieder raus. Du machst deine Tür zu. Guck mal, war da gerade noch da. Wohl gerade rausgegangen. Ja, wollen wir heute spielen? Ja, morgen hatten wir Termin nicht eingebunden. Da wir meistens montags einkaufen fahren. Da haben wir das Preis gegeben. Müssen wir das morgen machen. Und morgen wird es dann zu knapp mit einkaufen. Essen zubereiten. Da haben wir gesagt, dann machen wir das heute. Der Schmersch wird heute nicht kommen. Der hat schon abgesagt. Ob der Coolmann nochmal kommt. Der war vorhin gerade noch online, bevor wir uns eingeloggt haben. Jetzt ist er nicht mehr online. Müssen wir mal schauen. Vielleicht kommt er wieder, Mr. Happy oder Insta ungezockt. Oder wie sie alle heißen. Ach, in den Turm ist er, glaube ich, in der Nähe. Genau. Also ich beschnuppere das mal kurz, wenn wir das so blöde mit Bilder hier draußen, ne? Wenn wir Glück haben, brauchen wir nicht weit gehen. Weißt du? Ja. Das rote oh, hier. In der Nähe ist noch ganz grüner Farbstoff, den hole ich mir nachher. Im Nether finde ich keinen grünen Farbstoff. Wo ist grüner Farbstoff? Ach, noch auf der Wiese habe ich das gefunden. Okay. Wo man Kaktusgrün nehmen kann. Meine Crafting-Bank. Okay. Wir brauchen noch ein paar grüne Stühle fürs Esszimmer drüben. Wenn wir Gäste haben. So. Wendeltreppe. Haben letztens so viele gebaut. Wenn du die im echten Leben runterschüsselst, ist nicht lustig. Genau, hier geht's in den Nether. Gott. Ich brauche eine Schaufel schon mal. Ich brauche nicht viel, so 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück vielleicht. So, jetzt gehen wir jetzt erstmal in den Nether in dieser Welt. Nee, ich war schon mal. Da hat man mich ja gleich gekillt. Jetzt sind wir im Nether. Sieht doch ganz harmlos aus, oder? Harmlos, so harmlos. Ich kletter hier mal runter.
Okay, hier gibt's sowas nicht. Seelensand. Ich habe einmal Seelensand gefunden. Nehme ich mit. Das noch einmal. Sehr gut. Ich habe zweimal Seelensand. Ich weiß nicht, was hier drin giftig ist und was nicht giftig ist. Nochmal Seelensand. Nochmal. Pass auf, die sind verloren, ne? Sieh zu, dass du aber wieder Knallgas machst, die und ja. Ja. Ja, sieht total geil aus, der Nessa hier, wa? Die Musik ist so unheimlich. Ja. Ich habe schon Nessa-Warzen. 10 Stück und 7 von denen. Ey, wo ist das Tor? Wo bist du denn? Unser scheiß Brücke hier noch hier. So, ich gehe jetzt wieder zurück. Was? Ey, Johann, ey, was ist das für ein Dreck hier? Jetzt wird's aber spaßig hier, ne? Lauf wieder zurück über die Brücke. Lauf. Ja, mach ich. Lauf nicht da, andere Richtung. Andere Richtung. Hinter dir, rückwärts. Ach, Schuk. Oh. Oh, warum läufst du auch so weit weg? Ich war ganz weit weg. Nein, warst du nicht. Du warst ganz weit weg. Oh, super. Oh. Du warst ganz weit weg. Du bist, wieso läufst du über die Brücke? Wieso guckst du nicht, wo ich langlaufe? Ja, da haben die Sachen, weißt du. Du bist auch total verkehrt gelaufen. Andere Richtung musst du laufen. Aua, aua. Pass auf, dass du gleich in der nächsten. Ja, ich laufe. Ich laufe. Ja. Das ist jetzt zum Gelaufen, Schoki. Warum läufst du immer kreuz und quer? Warum guckst du nicht, wo der andere hingeht? Ja, ich glaube, die Sachen sind jetzt verloren. Für heute. Das tut mir jetzt leid, weil da gehe ich jetzt nicht nochmal hin. Nein, kannst du auch nicht. Oh, pass doch mal auf, Schoki, wo der andere hingeht. Du läufst einfach immer drauf los. Aber gut, okay, das muss ich jetzt lernen. Ich gehe jetzt hier raus. Weil das bringt jetzt nichts mehr. Hast du den Wesen dann ja, ich habe das gekriegt. Ich habe alles gekriegt. Du bist einfach drauf losgelaufen. Dann kannst du dir alles neu machen, mein Schatz. Warum läufst du auch wieder kreuz und quer? Ich verstehe es. Ich verstehe es wirklich nicht. Schoki, warum du immer gleich drauf losläufst und irgendwo langläufst und egal, einfach drauf los und weg. Warum machst du das? Hm? Ich weiß es. Ich habe echt geglaubt, ich werde dir nachher theoretisch total verloren. Ja, dann bleib doch stehen. Dann lauf da nicht weiter. Dann geh da lang, wo ich auch lang gegangen bin. Ich habe ja auf dich ja sogar noch gewartet. Oh, die Sachen sind jetzt weg. Ich habe es überlebt. Gott sei Dank. Und wieder raus. Musst, am Donnerstag mit Coolman gucken, dass er vielleicht deine Sachen damit rausholen, wenn es klappt. Und wenn nicht, ist alles weg. Es tut mir jetzt leid, aber wie gesagt, da musst du aufpassen. Du kannst nicht einfach drauf loslaufen. Dann bleibt man erstmal stehen, guckt auf die Minikarte, wo der andere gerade ist. Und nicht einfach weiterlaufen. Vor allem, wenn du in eine Richtung läufst und du läufst, merkst du, das ist verkehrt, dann läuft man entgegengesetzt zurück. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Schoki? Für mich teilweise schon. Ja, dann. Dann kannst du nur noch zu Hause am Ort bleiben. Dann können wir die Sache für heute wieder beenden vielleicht. Nee, das machen wir jetzt nicht. So, wieder nach Hause. Zack. So, wieder da. Jetzt ja alles neu bauen. Den ganzen Waffen und so weiter und so weiter. Deine Rüstung. Ah. Mit deinem Orientierungssinn ist echt schlimm. So. Weil ich gehe da jetzt nicht nochmal rein und hole die Sachen. Das ist mir dazu gefährlich. So. Was wollten wir eigentlich mit dem Seelensand jetzt bauen? Seelensand. Den haben wir. Da heißt Nether. Netherwarzen. Die packen wir mal hier drüben rüber.
Dahin. Da ging es richtig zur Festung. So. Habe ich noch Zäune dabei? Ja, hatte ich nicht Zäune gehabt irgendwo? Habe gar keine Zäune mehr. Hä, wo bin ich die denn? Die ganzen Zäune hingepackt. Pull-up geht's? Da sehe ich nichts weiter, okay. Ja, schöne Rüstung ist jetzt weg. Das war, glaube ich, eine Tinkers-Rüstung, die er gemacht hatte, ne? Ja. Haben wir da, müssen wir doch eigentlich ein Rezept von haben, Tinkers. Ich habe noch keine Rüstung bisher gemacht. Die haben wir geschenkt gekriegt. Ich habe keine einzige Rüstung bisher erstellt. Habe ich noch nicht mit beschäftigt. So, okay. Dann mache ich dir erstmal auf der Schnelle nochmal ein Schwert. Haben wir noch Stahl drin? Elektrum, Eisen. War gar kein Stahl hier drin? Kobalt, Stahl. Okay, willst du so ein großes Hackebeilchenmesser? Oder. Hackebeil. Große Schwertlingesform, die brauchen wir. Hackebeil. Brauchen wir noch so eine Platte, brauchen wir noch? Eine Platte. Ey. Da. Es tut mir jetzt echt leid, Schoki, aber das hast du jetzt ja selber. Ja, jetzt. Ich weiß, es ist jetzt dumm gelaufen, jetzt ist aber mal wieder. Jetzt geht's weiter. So, das haben wir. Jetzt reicht das Kobalt nicht. Scheiße. Entschuldigung, haben wir noch ein bisschen Kobalterz? Ich habe dich da hinten laufen gesehen. Wie verrückt. Geschmolzenes Elektrum, robuster Werkzeuggriff. Halt Blödsinn, ich muss brauche die Form noch mal. Jetzt brauchen wir hier Eisen. So ein Schwert hast du gleich schon mal wieder. So, jetzt kann ich die Form wegpacken, weil jetzt brauchen wir die nicht mehr. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist halt das Kobalt geschmolzen. Ne? Oh, das brauche ich ja so lange mit dem Schmelzen, das Kobalt. Mal 6 Barren. So. Voll laufen lassen. Der Vorteil ist ja, hier hat man ja keine Überwaffen. Meine Schokolade kommt. Was brauchst du denn jetzt noch? Ich brauche eine Box, ich glaube, noch mit einer Knarsch von mir. Dein Schwert hast du gleich schon mal wieder. Ich bin gleich fertig. Ach, Werkzeuge brauchst du ja auch wieder, ne? Ja, warte. Wie soll dein Schwert denn heißen? Krümel. Krümel. Okay. Krümel. Ich hab die Todesinfo, wofür soll die gut sein?
Weiß ich nicht. Ich meine, haben wir noch einen Diamanten? Einen haben wir noch. Packe ich dir jetzt nochmal einen Diamant drauf. Und einen Smaragd packe ich dir nochmal drauf, ja? Ja, ich bin in der Küche. So. Wässerquarz haben wir nicht viel. Bist in der Küche, warte, ich komme hoch. Was brauchst du an Werkzeug? Eine Schaufel kann ich auch eine einfache nehmen. Wichtig ist erstmal ein Okay, Schwert. pack dir das Schwert hier rein. Es zischt ab und zu, ne? Denk dran. Darum habe ich gedacht, dass ich im Nether sterbe, weil ich ja nun nicht der Kämpfer bin. So, Schaufel willst du eine einfache haben, ja? Ja. Ja, die Hacke wieder so eine klasse Hacke. Aus Stahl oder als... Wir machen die Sache mal aus Stahl, den Kopf. Erstmal kriegst du eine Spitzhacke. Was wolltest du haben? Spitzhacke und Schaufel wolltest du haben, ja? Eine Spitzhacke, Werkzeuggriff, Bindung, alles klar. Wir brauchen... Den brauchen wir. Den packen wir nach oben hoch. Wir brauchen Spitzhackengussform und wir brauchen eine Bindung. Okay. Dann machen wir das nochmal. Zack. 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 So, ganz unten ist der Stahl. Ja, bis auf die Rüstung, na gut, okay. Sag mal, gibt's Schlimmeres, ne? Ja, mein Gott, und das gehört bei dem Spiel auch mal zu, dass du auch mal einen Löffel Ja, mal aber sagst. ich verstehe mal, dass du dich mal so verläufst, so verirrst. Ich weiß es nicht, süßer, jetzt haben wir es doch durch, jetzt ist auch mal wieder gut, ne? Ich versuche Du das nur zu. bleibst. Ich weiß, versuch es wieder aufzuhören, das weiß ich doch auch. Kobalt haben wir nicht mehr viel. Duralurium. Aber komm, ich habe letztes Mal auch allein nach Hause gefunden, ne? Das musst du aber auch mal erwähnen. Elektrum ist auch nicht mehr viel drin. Was mache ich jetzt? Die Bindung. Kacke. Was brauchen wir denn jetzt alles mal wieder? Das machen wir jetzt wieder als Bindung wieder. Ach, willst du Bindung auch aus Eisen haben? Boah, wenn das geht, wenn wir genug da haben, wir müssen mal wieder Eisen haben wir meinen. genug. Wenn nicht, müssen wir Stahl machen. Wir haben hier noch Koks, haben wir noch. Wo holst du diese ganzen Rohstoffe hier alle her? Koks und Alles hier außen. aus der Dinkerschmiede, ne? Aha, wie viel Barren haben wir hier? Gib mir mal einen Eisenblock hier. Ein. Ja, daraus machen wir jetzt 9. Ja, das ist eine Dinkerschmiede. In der Induktionsschmelze, da kannst du deinen Koks mit dem Eisen verbinden. Und dann entsteht nämlich Stahl. Und hier hinten im Redstone-Ofen, im letzten, da kannst du nämlich die Kohle veredeln zu Koks machen. Dann kommt das hier vorne raus. Aber was brauchst du? Ich gucke gerade, was man da alles so machen kann hier. So, jetzt gibt es hier gleich ein bisschen Stahl. Das läuft ja gut durch. Stahlbarren. Stahlingot haben wir 24. Gar nicht. Cast Iron haben wir so viel. Das packen wir jetzt mal hier rein. Das schmelzen wir erstmal in den Stahl. Und dann brauchen wir dieses Magnesium nämlich nicht, weißt du? Und so können wir uns den Weg zum Nether nur falls ersparen. Die Alla gerade was im. Mache ich mir erstmal gleich ein Bett, muss ich erstmal auf Wolljagd gehen, Schere mitnehmen und gucken, dass ich da mal ein Schaf mal so sehe, dass ich mal ein Schäfchen hier mal schere. Dann machen wir die Bindung auch aus Eisen. Ist jetzt egal. Ja, machen wir. Komm hier. Ist das was Einfaches?
So. Eine Spitzhacke ist zwar nicht die beste. Mal gucken, ob wir noch ein paar Diamanten kriegen. Die sind gerade nicht so rar gesät, ne? Nee. Ein Stahlspitzhackenkopf. Aber Level Obsidian, gut, da kannst du jetzt nicht groß was mit abbauen. Also Kobalt und Dingsbums kannst du nicht mit abbauen, aber Obsidian, das reicht ja erstmal, ne? Ja, ich denke auch. Aber sonst Diamanten und Kohle, was kann ich Ja, mit das geht abbauen? ja. Packe ich da den letzten Diamanten drauf und einen Smaragd, okay. So. Ein bisschen Redstone oder Lapis. Haben wir nicht allzu viel. Redstone haben wir ganz viel. Pack Oh, mal. meine Axt habe ich noch da, die habe ich noch geschützt hier. Meine zum Holzfällen hier. Ja. Die habe ich noch beschützt, ja. Jetzt eigentlich nur einen Spaten mitnehmen müssen, wenn es danach geht. 15, okay, 15. Die 35 drauf. Das piept ja immer im Hintergrund. Ich muss mal gucken, was das wieder ist hier. 15 von 15. Soll die Spitzhacke einen Namen haben oder ist das egal? Spitzhacke, Bananentier. Bananentier. Okay. Wo bist du? Da. Da ist die Spitzhacke. Jetzt brauchst du noch einen Spaten, ja? Ja. Eine Schaufel. Oh, 13,68 andere Schaden. Das ist doch super. Ein Haufen Diamant, Smaragd. Brauchen Werkzeuggriffform und einen Spatenkopf. Schaufelgussform, okay. Dann machen wir das doch mal wieder. Oh, hier wohnen die Büsche. So, Stahl. Stahl kommt da rein. Kriegst du eine Schaufel? Du hast zu mir doch gesagt, nimm nichts Wertvolles mit, ja? War das nicht so? Ja, aber wovon brauchst du mit? Die bereiten sich doch jetzt schon hier hin. Wir können auch Aber Waffen mitnehmen. Werkzeug hast du jetzt auch mitgenommen? Was hatte ich denn? Ja, eine Spitzhacke hatte ich mit. Und die Schaufel hatte ich mit. Gut. Und das Schwert auch. Braucht man ja. Ja, ohne Waffen geht da wahrscheinlich nicht rein. Hab doch gerade gesagt, die reiben sich doch dann gleich schon die Hände, wenn du ohne Waffen reinkommst. Die machen dann schon fast Bier auf, wenn sie dich sehen. So, dann müssen wir gleich erstmal wieder was besorgen. Zack. Schaufelkopf. Bindung. Die Schaufel soll den Namen haben. Butler. Buddler. Okay, dann müssen wir jetzt gleich erstmal gucken, dass wir nochmal einen Diamanten kriegen. Dann gehe ich gleich mal Erde tauschen. Würde ich sagen. Wir haben 10 Stacks Erde. Hier. Also. Viel braucht man nicht. So, ich gehe. Wolle haben wir hier nicht. Da muss eine Wolle bräuchte ich. Wir haben ja ein Schafschwein. Ja, wir haben ja Schäfchen. Zwei Stück haben wir ja unten. Ja, ich habe einer schon beschworen. Und dann so hole ich mir so ein nächstes. Ja. Ich glaube, da ist kein Unterschied zwischen Männern und Weiblein. Die vermehren sich so, wenn man denen, glaube ich, Getreide gibt, ne? Kann das sein? Weiß ich jetzt nicht mehr. Zum Kannst Silberburg. ja was man da selber wo können. Hier kannst du, kann man Schäfchen scheren. Ich hatte vorhin zwei, die ich scheren konnte. Ja, ich baue gleich Netze, dann muss mir zeigen, wo die sind, dann. Ja. So, zwei Diamanten habe ich. Kriege ich noch irgendwas hier so mit? Goldklumpen kriege ich mit. 11 Stück. Dann nehmen wir die 5 Goldklumpen noch mit, dann ist gut. Immer schön handeln. Ist immer wichtig. So, wieder zu Hause. Da muss ich gleich mal gucken, ob ich diese. Nee, ich muss erstmal unten nochmal so ein.
Viehweide machen. Würde ich sagen, ne? Ja. Wichtig ist beim Animania-Mod keine automatischen Wassertränke da bauen. Das heißt, so ein Grab mit Wasser machen. Weil sonst vermehren die sich unkontrolliert. So, ein Diamanten kommt hier wieder rein. Einen behalten wir. So, dann dein Buddler. Werkzeuge sind alle größtenteils aus Stahl. Man kann die später noch upgraden, ne? Das habe ich ja mal bei meiner Axt ja auch gemacht. So, ein Buddler. Da kommt dann nochmal so ein Smaragd drauf. Ja, Smaragd findet man viele, komischerweise. Ja, das stimmt allerdings. Ich finde es wirklich viel. Dieser Buddler ist noch ein Modifier noch frei. Was soll ich da drauf packen? Irgendwas Gutes. Das überlasse ich mal dir. Ich guck mal bei Björn Eisenseite vorbei. Bin hier gerade in Silberburg. Redstone haben wir nicht mehr viel. Wir müssen wieder farmen gehen. So, ich packe dir die Schaufel. Wo soll ich die Schaufel hinpacken? Schlafzimmer? Schlafzimmer würde ich sagen. Meine Schoki, so kenne ich sie. Er kommt trotzdem nicht drüber weg. Warum nicht? Jetzt kannst du aber drüber hinweg. Kann man die Truhe nicht benutzen? Mist, dachte, die Truhe könnte man benutzen. Da kann ich ja irgendwo was reintun. Das ist ja doof. Dann packe ich jetzt hin. Warte, komme ich mal zurück. Dann packe ich sie in der Küche hin. Oder das. Hier ins Wohnzimmer packe ich sie. In der Kommode kann man was reintun, das ist interessant. Ja. Da ist Lapis drin, wo ist der Lapis drin? Lapis? Nee, es ist kein Lapis. Es ist kein Lapis. Warum ist der blaue Farbe? Warum ist der hier oben? Den habe ich nur abgelegt, weil ich den nicht mitnehmen wollte. Achso. Pack das hier rein. Dann nehmen wir den blauen Farbstoff mal mit her, das Ganze hier. Und bring das mal nach unten runter, ja? Grüß dich, Coolman, über Discord. Da habe ich mich noch gar nicht groß mit beschafft, wie das funktioniert. So. So. Haben wir das alles schon irgendwo da? Was haben wir denn hier? Was ist das denn hier? Goldbeerenbusch. Okay, Goldbeerenbusch. Kupferbeerenbusch. Pack mal da hin. Das weiß ich jetzt nicht. Was haben wir jetzt hier? Blue Dry. Was ist ein Blue Dry? Ist auch so ein Farbstoff, oder? Ja. Blauer Farbstoff. Pack mal damit hin. So, Oh, die kommen gerade nicht in Minecraft rein. Das ist interessant. Was kommt? Coolman kommt gerade nicht in Minecraft rein. Du warst doch vor, bevor wir uns eingeloggt haben, noch online. Warst doch drinne. Sehr merkwürdig. Okay. Sehr merkwürdig. Will ich nicht ins CS lassen? Ja, hier müssen noch grüne Stühle hin. Das ist noch ein bisschen zu wenig. Warst doch drauf auf dem... Ja, dann weiß ich auch nicht. So, ist ja merkwürdig. Was wollt ihr jetzt machen? Irgendwas wollt ihr doch machen. Da habe ich hier Resistenz, Stärke. Was habe ich denn hier? Hä? Stärke, Resistenz leuchtet hier auf. Butler, da ist er ja. Ist aber eigentlich alles frei. Wir haben nur den Router neu gestartet gestern. Weißt du? Oder hatten wir heute gestartet, den Router neu? Weiß ich gerade gar nicht. Heute haben wir den mal zurückgesetzt. Okay. Er dürfte da aber nicht liegen. Sollte wieder funktionieren. So. Nochmal.
Da bin ich jetzt auch überfragt, wo es dann halt nicht hinhaut. Kommst du in keins deiner Programme rein? Okay, gut. Dann ist es ein Problem auf deinem Rechner, denke ich mal. Außer Discord? Hä? Das ist ja merkwürdig. Neustart mal probiert? Irgendwas an der Firewall geändert oder so? Weil normalerweise müsste er dich ganz normal reinlassen immer. Wenn kommt in keins deiner Programme rein. Also Browser funktioniert sozusagen, ja? So, alles schon getestet. Okay. Ist ja merkwürdig. Wenn keiner Programme reinkommst. Das ist aber echt ein bisschen fragwürdig. Was blubbert bei mir eigentlich hier so blau hier rum? Was ist denn das hier? Stark? Resistanz. Wovon kommt das denn jetzt schon wieder hier? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hier blubbert irgendwas bei mir. Ich habe blaue Blubberbläschen bei mir. Oh. Eichenholz. Haben wir noch genug Eichenholz? Eichenholzbretter haben wir noch genug. Ich habe nur 3 Wolle. Ich kann ein Bett machen. Was willst du mit dem Bett? Ja, ein Reisebett vielleicht. Ach so, ja. Reisebett. Gut, das sowas mache ich ja nicht mehr, ein Reisebett. Nein? Nee, weil wenn du krepierst, dann landest du da, wo du zuletzt warst. Ah, stimmt, das ist auch wieder recht, wenn du krepelst. Und es hilft ja nicht weiter, wenn das Bett dann abgebaut ist, dann bist du irgendwo sonst wo. Nee, dann lasse ich das mal lieber. So, haben wir hier. Habe ich mein Eichenholz hier weggepackt, ich Blutmann? Ah, du hast recht, hier ist echt ein Glucksel, ganz komisches. Ja, jetzt nicht mehr. Oder ist bei dir das noch so? Hast du so? Jetzt ist auch wieder weg. Merkwürdig. Haben wir hier irgendetwas gemacht, was wir nicht wissen? Ah, Fackeln. Ja, Fackeln geht ja schnell, das ist nicht weiter wild. Jetzt ist so eine blöde Fackel dahin. Jetzt habe ich 48 Zäune. Ich muss Eichenholz farmen. Ich gehe mal Eichenholz farmen. Grüß meine Schoki. Hi. Hallöchen. Ja, vielleicht beschäftigen wir uns heute noch ein bisschen mit Schoki. Wir haben keine Schoki. So, ich hole mal ein bisschen Eichenholz. Ich gehe mal ein bisschen farmen. Mach das mal. Du darfst deinen PC noch installieren, hä? Warum das denn? Hast du irgendwann mal, ich habe bei mir, sofern ich mich richtig entsinne, bei mir sogenannte, wie heißt denn das jetzt? Wie heißt denn das? Einen, Wiederherstellungspunkte gesetzt. Hast du das vielleicht auch gemacht? Sollte man immer machen. Dann kann man unter Umständen den Rechner auf diesen letzten Punkt zurücksetzen. Und dann könnte es wieder laufen. Weil solange du nur Windows neu installieren musst, geht es ja. Hast du aber irgendwelche Programme installiert, die nicht auf der Windows-Partition liegen, könnte es schneller gehen. Du musst nur Windows neu installieren. Meines Wissens nach, aber ich weiß ja auch nicht alles. Ich spiele ja hauptsächlich ja auf Linux. Ich habe hier nur für World of Tanks das Ganze, ja. Die Windows-Partition, sonst brauche ich es ja gar nicht. Damit auch gar nicht mal groß beschäftigt. Muss mal gucken, verhassen wir Herstellungspunkt, dass du darauf dich zurücksetzt. Nein, habe ich nicht. Ja. Dann versuch mal ganz normal Windows so zu reparieren. Falls du das Imagefile nicht hast, Imagefile runterladen, reinpacken, dann im Bootmenü ihm sagen, dass er von DVD-CD booten soll. Und dann den Punkt reparieren anklicken. Vielleicht läuft es dann ja wieder. Das könnte dann auch noch funktionieren. Hier ist irgendwo ein Schaf. Aua. Kann man den Baum nicht auch noch mit? Schwupps. So. Wieder hoch. Hops. Ich muss ja auch mal einen Weg nach hier unten.
hier runter mal bauen, ne? Immer wieder hochkommen. So, was haben wir denn eigentlich? Schon wieder. Dabei war ich gar nicht im Garten.